Hallo zusammen, ich bin Lise. Wenn ich nicht gerade mit dem Snowboard, mit dem Surfbrett oder mit dem Skateboard unterwegs bin, dann bin ich Sport- und Biologielehrerin an einer Oberstufe. Heute habe ich aber den mega schönen Auftrag gefasst, ein Home-Training für euch zu machen, und zwar für die Chicks-Community. Das wird ein Training sein, das ihr alle daheim machen könnt, weil wir ja alle unter speziellen Umständen im Moment gerade sind. Ich habe das Glück, eine mega schöne Terrasse für das zu haben, dass ich auch ein bisschen von draussen sein kann. Aber all die Übungen sind genauso gut in der Wohnung machbar. Also von dem her gar kein Problem. Ich habe gedacht, ich brauche für mein Training heute ein paar Utensilien, die man daheim eigentlich auch findet. Und zwar brauchst du für mein Training heute ein Tüchli. Das Tüchli brauchst du hoffentlich heute nicht nur zum Trainieren, sondern auch etwa dir zum Schweiß ein bisschen abputzen. Dann brauchst du heute noch zwei zu trinken Flaschen. Und zwar ebenfalls zum Trainieren, aber natürlich zum auch etwa dir einen Schluck Wasser davon nehmen. Dann brauchst du als nächstes Utensil einen Stuhl. Zum Beispiel so einen. Er darf nicht allzu schwer sein, aber wenn du daheim nicht einen von diesen leichteren Stühlen hast, dann werde ich dich dann instruieren, wenn es dann soweit ist, dass du die Übungen genauso gleich kannst machen mit einer zu trinken Flasche oder mit dem Sofa in der Nähe. Also von dem her kein Problem. So, dann wird es so sein, dass wir zuerst mit einem Ausdauerteil anfangen, um dein Herz-Kreislauf-System ein bisschen anzuregen. Und nachher werden wir in einen Kraftteil übergehen. Beim Ausdauerteil werden wir zuerst drei Übungen haben, wo wir als Sichtgewinn, also die drei Übungen, einmal wiederholen. Wir machen jede Übung 30 Sekunden und haben zwischendrin 15 Sekunden Pause. Und dann würden wir in den Kraftteil wechseln. Im Kraftteil wird es so sein, dass ich immer bei einem Fitnessgerät bleibe, sozusagen, dass wir nicht zu viel Wechsel haben. Also das heisst, bei den Tüchli-Übungen werden es ebenfalls drei Übungen sein, jeweils auch 30 Sekunden mit 15 Sekunden Pause zwischendrin. Und dann Sichtgewinn werden wir ebenfalls zweimal machen. Und das Gleiche ist dann mit der Trinkenflasche und ebenfalls mit dem Stuhl am Schluss. Und wenn du am Schluss immer noch das Gefühl hast, hey, ich mag eigentlich noch ein bisschen, dann darfst du mega gerne die Kraftsichtgewinn noch ein bisschen ausdehnen. In dem Fall noch ein paar Repetitionen mehr machen. Ich habe eben den Auftrag gefasst, heute ein halbstündiges Video zu drehen mit euch. Darum ist meine Zeit ein bisschen limitiert, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir zum Schwitzen werden kommen. Da habe ich überhaupt keine Angst. Also, ich wünsche euch mega viel Spass und viel Schweißtropfen für das Training. Und mein Training wird von Musik begleitet. Die kann ich jetzt gerade anschalten. Ihr dürft vielleicht noch schnell einen Schluck Wasser nehmen, euch noch ein bisschen einrichten. Und dann erkläre ich euch auch gerade, wie die ersten drei Übungen von unserem Ausdauerprogramm werden gehen. Gut. So, also, wir starten mit der ersten Übung. Das wären Jumping Jacks. Die zweite Übung, tun wir ein breitbeinig hier stehen. Dann ist wichtig, dass wir sich spitze in die Höhe ziehen und wir es quer zu einem Fuß abziehen. Genau. Die dritte Übung sind Surf Burpees. Da kommen wir auf die Hände. Liegestütz. Dann haben wir die Surf-Position. Dann wieder runter. Liegestütz. Und Ladies, wir wollen die Beidseitigkeit trainieren. Das heisst, wir surfen jetzt auf die andere Seite. Dann vielleicht auch noch schnell als Hinweis nochmal. Wie gesagt, ich habe einen Timer, der mich begleitet. Wir haben immer 30 Sekunden pro Übung. Also, ihr dürft so viele Repetitionen wie möglich machen. Wobei ich immer auch finde, dass Qualität vor Quantität sein sollte. Also, sind wir ready? Legen wir los! Wir sind bei den Jumping Jacks. Nehmt Ladies.
Und 9. 8. 15 Sekunden Pause. Wir können schnell ein bisschen die Beine schütteln. Und vielleicht schon an die nächste Übung denken, wo wir breit anstehen, hoch hochgehen und dann jeweils hier auf die Seite runterziehen. Gut, gross machen. Go! Gross machen. Streck die Arme an, wenn wir hier oben sind. Fast ein bisschen abheben, aber nur ein bisschen. Mit der Zehenspitze noch schnell am Boden bleiben. Wir haben 15 Sekunden Pause. Stell dich schon ein bisschen auf die Surfbörse ein. Vielleicht auch an das Surfen denken. Das tut sicher auch gut. Vergessen nicht die Beidseitigkeit. Wir stehen auf beide Seiten auf. Gut, go! Tipptopp, wir kommen in die zweite Runde vom Ausdauertraining. Also gerne noch eine Halle. Nachher kommen wir in den Kraftteil. Und go! Jumping Jacks. Kommt, Ladies! Halbzeit! Zieh! Schütteln. Tipptopp. Müssen wir dann noch? Nächste Übung. Gross weiter runtergehen. Gross weiter runtergehen. Wir legen schon wieder los. Gross. Könnt die Füße anhängen. Und gehen die Decke auch fast anhängen, wenn möglich. Das letzte Mal, wo wir jetzt auch gerade ein bisschen an das Surfen denken. Ich kenne noch einmal alles. Wie eine der strengeren Übungen. Wie geht's euch? Dann geht's schon wieder los. Wohlverdiente Pause. Nehmen wir einen Schluck Wasser. Uiuiui. Während wir ein bisschen Wasser trinken dürfen, erkläre ich euch schon die nächsten Übungen. Und zwar das nächste Fitnessgerät ist unser Tüchli. Ihr dürft auf den Bauch liegen. Es geht so um den unteren Rücken, aber auch um den oberen Rücken. Ihr habt das Tuch lang vor euch hin. Und ihr kommt damit rauf. Ich komme schnell zum Erklären bei dieser Übung. Ich
finde es immer sehr wichtig, dass wir mit dem Blick am Boden bleiben, sodass der Nacken eigentlich schön in der Verlängerung der Wirbelsäule ist. Jetzt brauche ich das Tuch das erste Mal, um mich hier abputzen. Genau, und immer wenn ihr das Tuch wieder zurück zu euch nehmt, dann die Brust vom Boden lüpfen. Aber genau in dem Moment, eben, wo wir den Blick nach oben behalten, nicht, dass wir alles die Bewegung haben, sondern einfach die, die weg vom Boden kommt. Zweite Übung mit dem Tuchli. Ich stehe etwas mehr als hüftbreit da. Das Tuchli oben in der Hand. Immer wenn ihr runterkommt, nehmt ihr das Tuchli hinter den Kopf. Genau. Und kommt immer so weit wie möglich hinten. Von der Seite her zeigt, ist wichtig, dass die Knie nicht über die Zehenspitze gehen. Und stellt euch immer vor, ihr hockt auf einem WC. So lustig das auch klingt. Aber so sollte es etwas sein bei dieser Übung. Und ihr habt immer einen ganz, ganz geraden Rücken während dieser Übung. Dann die dritte Übung mit dem Tüchli. Ah, ja, genau. Unsere Bauchmuskeln natürlich. Wir sind in der Bauchmuskelposition und sind das Tüchli zwischen unseren Beinen rotieren. So, Ladies, das sind die drei Übungen mit dem Tüchli und wir können im Fall gerade loslegen. Auf den Boden. Bewusst von der Seite vor. Jetzt haben wir glaube ich ein bisschen mehr. Schnell eine Pause. Noch 5 Sekunden Pause. Und uns bereit machen. Noch 2, 1, go. Wir gehen tief. Gerade nach oben. Denkt daran, ihr hockt bei aufs WC. Mega wichtig bei dieser Übung. Natürlich, wenn ihr schneller mögt, könnt ihr auch ein paar mehr machen. 10 Sekunden. Und Pause. Wir kommen zu den Bauchmuskeln. Wir können uns Viertel hocken, schon mal ein Knäuel machen. Mit dem Tüchli in 3, 2, 1. Geht es schon wieder los für 30 Sekunden. Komm mit. Noch 10 Sekunden. Und Pause. Sehr gut. In der 15 Sekunden Pause. Ich gehe schon langsam wieder auf den Boden runter, weil wir starten ja einmal. Vom Bauch aus. Ich habe mein Tüchli parat. Oh, und los geht's. Gut. Der Oberkörper schön vom Boden, der Blick bleibt sonst nach oben. Pause. Ich stehe langsam wieder auf. Ich habe gerade gemerkt, ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe. 5 Sekunden Pause. Euch etwa die Zeiten sagen. 2, 1, los. Und wahrscheinlich hört ihr den Timer gar nicht so gut. Geraden Rücken. Wir haben noch 8 Sekunden in dieser Session. Noch 5. Kommt, Ladies. Schaffen, schaffen, schaffen. 1. Pause.
15 Sekunden Pause und kommen wir wieder zu den Bauchmuskeln. Ich mache mich schon wieder parat auf dem Rücken. Wir haben noch 7 Sekunden Pause. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Kommt, Ladies! Denke das Schnaufen. Noch 10 Sekunden. Nehmt wieder einen Schluck Wasser. Ich erzähle euch in der Zwischenzeit schon die nächsten Übungen, die wir dann mal mit den Trinkenflaschen machen. Die erste Übung ist wieder für den Rücken. Ich zeige sie schnell vor. Ihr dürft hier hinten auf der Zehenspitze stehen bleiben. Außer das ist euch beklemmen. So, mir geht es vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich auf der Zehen drauf bin, dann geht es darum, dass wenn ihr mit der Flasche hier oben startet, ihr rund runtergeht, ganz runter, und dann möglichst weit nach vorne und mit geradem Rücken hochkommt mit der Flasche. Runter und unbedingt mit ganz geradem Rücken hochkommen. Und bei jeder Übung, das ist richtig, habt ihr fast das Gefühl, dass ihr so ein bisschen vorne rausgeht. Und dann könnt ihr wirklich das Maximum rausholen in dem Sinn, dann habt ihr es eigentlich richtig gemacht. Nächste Übung. Dürft ihr wieder Luftbreite hinten stehen, in den Knien sein. Wichtig ist auch hier, dass ihr wieder mit geradem Rücken da sind. Die Ellen dürft ihr wirklich spüren hier hinten im Rücken. Und mit den Flaschen auf der Seite lüpfen. Übrigens, es dürfen auch 2 Tetra-Packungen sein. Wenn es keine Flaschen sind, vielleicht haben ihr sogar Gewichte daheim. Was auch immer euch dort hinkommt. Genau. Dann ist bei dieser Übung noch wichtig, nehmt die Arme so auf, dass ihr oben auch das Gefühl habt, dass die Schulterblätter richtig zusammenkommen, wie wenn ihr fast ein Nüsschen knacken dort oben, sozusagen. Und dass auch die Ellbogen immer schön vorausgehen beim Aufgehen. Also nicht, dass man plötzlich so Sachen sieht, dass die Ellbogen vorausgehen im Denken her. Dann zu der letzten Übung mit der Flasche, ist wieder eine für den Bauch. Und zwar tun wir die Beine mal breit offen haben. Dann geht es ein bisschen mehr unter den Bauch rein. Und die Übung sieht folgendermaßen aus. Wir drehen die Flasche hinten rum und ziehen sie zwischen den Beinen vor. Und dann nehme ich sie auf die andere Seite durch und ziehe sie wieder zwischen den Beinen vor. Und immer so weit wie möglich. Genau, das wären die 3 Übungen. Hui. Der Timer hat gerade gesagt, es geht wieder los. Das heisst, wir warten ganz, ganz schnell, bis die nächste Session anfängt. Ihr könnt vielleicht eure Flaschen organisieren und schnell einen Schluck Wasser nehmen und dann legen wir los. Timer her hat schon die nächste Pause angefangen. Ich mache mich hier noch parat. Und vorne eigentlich von hier aus an, zum Flaschen wirklich rund mit dem Körper zusammenziehen. Mit ganz geradem Rücken nachher rüberzukommen. Gut, es geht los! Rund. Geradem Rücken rauf. Rund. Geht es mir doch besser, wenn ich die Zehenspitze abgelegt habe. Vielleicht muss man das auch etwas variieren. Noch 3 Sekunden. Eine gibt es noch. Ja, wir haben das Päuschen. Stehen wieder auf, jetzt brauchen wir die beiden Flaschen. Denkt wieder auch gerade die Rücken. Wir legen schon wieder los. 30 Sekunden.
Sekunden. Wir haben noch eine gibt. Jawohl. Pause. Sehr gut, Ladies. Es ist anstrengend geworden bei euch am Schluss. Bei dieser Übung. Eine Flasche. Wir haben noch 5 Sekunden in dieser Pause. Können wir schon parat machen. 2, 1. Und wir machen schon wieder weiter. Ein Bein. Breizen. Genau. Geben Gas. Pause. Wir fangen wieder von vorne an mit dieser Session. Dann noch 10 Sekunden Pause. Das heisst, wir kommen zurück auf unsere Knie. Noch 2 Sekunden. Jetzt aber los. Gerade den Rücken rauf. Flasche. Mal schauen, wie viel Zeit da überhaupt schon vorbei ist. Die 21 Minuten sind wir schon. Wir legen wieder los. Gerade den Rücken. Denke daran, dass die Ellbogen vorausgehen. Gut, 15 Sekunden Pause. Das letzte Mal zum Bauch. 5 Sekunden Pause noch, dann machen wir weiter. 2, 1, jawohl. Breite Beine. Gemacht. 15 Sekunden Pause, also eigentlich etwas länger. Ich muss euch ja die nächste Übung wieder erklären. Erste Übung. Wir stellen den Stuhl hin. Es darf auch ein Sofa sein. Also hier habt ihr die andere Option. Ihr rückt ein Bein hintereinander. Mit dem Bein genug weit vorne kommen, dass das Knie nicht über die Sicherspitze geht. Und dann machen wir hier aus unsere Dips. Genau. Nachher die nächste Übung mit dem Stuhl. Dann dürft ihr absitzen und den Stuhl so fassen. Wir sitzen gerade und machen die Übungen hier. Achtet euch darauf, dass ihr einen geraden Rücken habt, wenn ihr hüpft. Und die letzte Übung, die ist eines mehr für unseren Bauch. Hier habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr hebt euch am Stuhl. Oder ihr habt die Hände hier am Boden. Was ich mache mit meinen Beinen, immer wenn ich hochgehe, gebe ich so ein Kickchen mit meiner Hüfte. So wie einen kleinen Hüftschwung auf die eine Seite. Nehmen wir die Beine nur leicht runter, also nicht ganz, ganz runter. Und probiere sie immer fast bis an die Decke hochzuschicken. Dann wird es richtig streng. So, dann würden wir gerade wieder loslegen mit diesen drei Übungen. Der Timer sagt gerade noch, dass wir 15 Sekunden Pause haben. Das heisst, wir können den Stuhlschein bereitstellen und in 5 Sekunden legen wir dann los. Was ich vorher noch vergessen zu sagen, die Übung, wo wir den Stuhl so in die Höhe nehmen, die könnt ihr natürlich auch zu
zu trinken Flaschen nehmen, wenn ihr keinen Stuhl zur Seite solltet haben. Ein Päuseli. 15 Sekunden Pause. Dann hocke ich hier. Mache bei uns den Stuhl. Mir geht es am besten, wenn die Linie nach hinten geht. 2, 1, wir legen los. Ganz gerade im Rücken. Dann schnell den Kopf ein bisschen berühren. Kommt, Ladies, rauf mit dem Stuhl oder mit der Trinkenflasche. Was das eben auch. Dann kommen wir zu unserer Bauchübung. Ich glaube, die Hüfte immer einmal und drehe sie ein bisschen auf die andere Seite. Ich hoffe, ihr habt es vorher gesehen. Ich fasse es schon mal an. Ich bin von auch schon an. Genau. Und die Hüfte in die Höhe. Und immer mit einem kleinen Twist. So. Wir machen uns jetzt bereit für das andere Bein. Ich habe vorher das rechte Bein auf dem Stuhl gehabt. Das heisst, jetzt muss ich das linke Bein auf den Stuhl nehmen. Noch 3 Sekunden Pause, die höchste Eisenbahn zum Parat machen und es geht wieder los. Dann haben wir die Pause, 15 Sekunden. Dann wird der Stuhl wieder so nehmen, um unsere obere Rückenmuskeln Übungen machen. Oh, noch 1 Sekunde und los geht's schon wieder. Auch mit Ladies, es ist die letzte Runde. Gebt noch mal Gas. Noch 10 Sekunden. Und Pause. In der Bauchübung dürft ihr die Hände auch gerne neben die Hüfte nehmen, wenn euch das besser geht. Ich glaube, das probiere ich jetzt auch mal aus. Noch 4 Sekunden Pause, letzte Übung, also gerne meine Vollgas. Ich hoffe, das Training hat dir gefallen und dass du auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen bist. Wenn du noch magst, dann unbedingt noch ein paar Circuits anhängen. Du kannst das Video wie noch einmal schauen oder kannst die Kraftsequenz noch einmal machen. Da hast du nämlich 4 Circuits gemacht von jedem Kraftgerät sozusagen. Mir hat es trotz dieser speziellen Herausforderung, mal so eine Videosequenz zu machen, mega Spass gemacht. Ich hoffe, euch in Zukunft vielleicht in Luzern im Chicks Workout zu sehen. Das würde mir mega, mega Spass machen. Und bis dahin
wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Training. Tschüss zusammen. Oh hey, etwas habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Und zwar die, die für heute fertig trainiert haben, die dürfen natürlich auch ganz, ganz gerne bequem aufs Mätteli liegen, noch etwas ausdehnen, Zeit für sich selber geniessen. Das mache ich jetzt nämlich genau. Bis gleich. Tschüss.